Ne? Aber Wolfgang ist nie vorsichtig, der redet immer aus Herzen und das ist auch eine der vielen Sachen, die mir an ihm so wunderbar gefällt. Ne? Und es gibt auch nichts, wenn der Wolfgang was sagt, wo man drauf aufpassen muss, weil alles hat Hand und Fuß und ist einfach unheimlich interessant. Also der Wolfgang, ich habe ihn ja schon vorangekündigt, ihr habt es ja sicherlich alle gelesen, die schon länger dabei sind, kennen alle den Wolfgang. Ist klar, das gehört zum Blassleben dazu. Wer Wolfgang nicht kennt, hat was verpasst. Er ist ja aus der Vergangenheit der Apotheke. Vielleicht erzählt er auch ganz kurz was dazu. Und ich sage immer, für mich ist es Deutschlands lustigste Apotheke. Und warum, das werdet ihr sicherlich auch in dem Zoom-Call erfahren. Er hat auch heute sehr viel zum Lachen. Das hat sicherlich auch was mit unserem Business zu tun und ist einfach ein großartiger Mensch, macht unheimlich viel für. Hat erstmal, also damals, als Just Plus auf den Markt kam, als eine der ersten, korrigiere mich dann nachher gerne, wenn du magst, Wolfgang, wenn was nicht stimmt, aber als einer der ersten Gesundheitsexperten und Ernährungs-, also er ist ja auch Apotheker für Ernährungsfragen, verstanden, was hinter diesem Produkt steckt, noch viel früher wie ich und früher auch wie viele andere, wie gesagt. Und hat sehr viel dazu beigetragen, dass Just Plus heute diesen Stellenwert hat, den es hat. Hat dabei natürlich auch ein riesen Team aufgebaut, ist deshalb auch PMD Club 100. Also kennt das Business vom Produkt her genau bis zum Business, wie man auch ein erfolgreiches Business aufbaut. Bin dir auch unheimlich dankbar, Wolfgang, dass du immer deinen Faden beibehalten hast, das heißt zum Beispiel dein Trainingszentrum, das du irgendwann mal gegründet hast, das hast du auch heute noch. Du machst regelmäßig im Monat 3, 4, vielleicht sogar mal 5 Veranstaltungen. Alle können sie nutzen, brauchen nur kommen, vielleicht einen kleinen Obolus bezahlen, den Mund abputzen und wieder gehen. Ja, und solche Leute braucht natürlich unser Business, weil nur so können alle vorankommen. Und wie gesagt, dafür auch nochmal herzlichen Dank, lieber Wolfgang, und jetzt würde ich ganz gerne einfach dich zu Wort kommen lassen, dass du einfach deine Geschichte mal uns erzählst, ich dir vielleicht dann noch 2, 3 Fragen stelle und dann eben abschließend die Leute die Möglichkeit haben, dir auch mal ein paar Fragen zu stellen, ob das jetzt zum Produkt ist oder zum Business, wie ihr dann auch wollt. Lieber Wolfgang, schön, dass du bei uns im Zoom-Call bist. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Das ist erst das Erste, was ich sagen möchte. Schönen Dank, dass ihr euch jetzt um 10 Uhr da hinsetzt und so einem komischen Apotheker zuhört. Das macht mir Spaß, weil ich rede ein bisschen über mein Leben vielleicht, über meine Leidenschaften und das, was mich ausmacht. Und vielleicht, die meisten kennen mich ja schon, die meisten wissen so, haben das schon hier und da mal irgendwo gehört. Weil in den 25 oder 24 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, da habe ich das natürlich schon ein paar Mal erzählt. Trotzdem ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich war damals 46, als ich mit dem NSA-Geschäft, damals noch mit Wasserfilter und Luftfilter, in Berührung kam. Und ich sage mal, das eigentlich nur zum Gefallen derjenigen gemacht hat, die immer in meine Apotheke kam, die mir einen Wasserfilter unbedingt ansingen wollte und ich wollte den überhaupt nicht haben. Und die hatte dann mich auch noch versucht, in so eine Präsentation zu bringen und ich habe da überhaupt nichts von gehalten, weil ich dachte, ich habe meine Apotheke. Ich hatte damals zu der Zeit 3 Apotheken, die 4 habe ich nachher noch aufgemacht. Und mir ging es eigentlich völlig gut. Ich brauchte nicht auf irgendeine Präsentation zu gehen oder irgendein neues Produkt zu haben. Was mich dann neugierig gemacht hat, war, dass sie schlau. Sie hat dann gesagt, Herr Schmidt, Sie sind doch Apotheker. Ja, Sie sind doch auch Chemiker. Sagte ja. Können Sie mal vielleicht meinen Wasserfilter analysieren? Habe ich ja gesagt, weil das kostet dann Geld. Und ich bin ein Geschäftsmann, also habe ich sie dafür bezahlen lassen. Alles wunderbar. Was mich dann begeistert hat an dem Wasserfilter war, dass er wirklich tolles Wasser machte. Und ich war von Britta damals gar nicht begeistert, finde ihn heute noch ganz schrecklich und wollte den eben nicht mehr verkaufen, weil ich nur, und das ist eine wichtige Information jetzt, ich kann nur Dinge verkaufen, die ich wirklich gut finde und hinter denen ich stehen kann. So, dann bin ich also dann tatsächlich auch eingestiegen. Ich will es jetzt ein bisschen kürzer machen. Da könnte man auch noch viel drüber erzählen, warum ich dann eingestiegen bin und wie. Aber ich sag mal, bin dann eingestiegen und im nächsten Monat kam Just Plus raus. Und ich weiß noch genau, das war eine Riesenveranstaltung in Frankfurt damals und ich habe davon auch überhaupt nichts gehalten.
Ich habe es für eine Nahrungsergänzung gehalten, wie alle eigentlich. Alle haben das für eine Nahrungsergänzung gehalten und keiner wollte damit arbeiten. So richtig. So, und um mich mal ein bisschen schlauer zu machen, bin ich dann in die USA rübergefahren und habe mir das dann im Rahmen einer Convention drüben, habe mir dann drüben auch die Felder angesehen und die Firma angesehen und alles angesehen, weil ich von dem nichts glauben konnte. Ich habe es dann aber begriffen, was der Unterschied ist. Der Unterschied ist ja, das wisst ihr ja, eben, dass es keine Nahrungsergänzung ist, dass es eben tatsächlich gelungen ist. Und das war mir wirklich nicht einleuchtend. Und ihr werdet vielleicht mit Apothekern sprechen, die das auch nicht glauben können. Das ist für einen Apotheker eigentlich nicht glaubhaft, weil wenn einer sagt, da sind Stoffe drin, die ich nicht kenne, dann kann er das nicht glauben. Der kann nur glauben, die Stoffe, die man reintut, die man kennt. Die anderen kann er nicht glauben. So, und dass die überhaupt drin sind und dass die auch so nötig sind, wusste ich ja von meiner Ernährungszeit in der Apotheke. Ich hatte 20 Jahre Ernährungszeit in der Apotheke gemacht, Ernährungsberatung mit großem Erfolg. Weil mir, und das ist vielleicht auch wichtig, weil mir schon seit sagen wir, sehr langer Zeit in der Apotheke nicht gefiel, dass die Menschen immer krank zu mir kamen. Das ist ja das normale Bild einer Apotheke, dass man krank in die Apotheke geht und sich erhofft, dass der Apotheker oder der Arzt, wo man auch vielleicht hingeht, eben irgendetwas macht, was einem zur Gesundheit verhilft. Das hat mir keinen Spaß gemacht und da habe ich gesagt, okay, du musst was verändern, du musst eben Leute, ich sag mal, in Gesundheit informieren. Habe mich dann selbst schlau gemacht, habe dann selbst viel gelernt über dieses Thema, weil im Studium kommt das nicht vor. Und habe dann eben letztlich auch irgendwann den Fachapotheker für Ernährung gemacht, was mich begeistert hat, weil es gab immer so Ernährungswissenschaftler, die wollten mich nach dem Vortrag immer aufs Kreuz legen. Und ich hatte das ja auch nicht studiert und das konnten die zeitweise auch ein bisschen. Aber nach dem Fachapotheker für Ernährung war ich richtig fit. So, das war jetzt mal so ein bisschen in Klammern. Zurückzukommen zu dem Produkt. Ihr wisst, was der Knaller ist an dem Produkt. Der Knaller ist der, dass wir in 100 Jahren vielleicht nicht erklären können, was im Produkt wirklich drin ist. Wir wissen ja auch in 100 Jahren noch nicht, was in Obst und Gemüse wirklich drin ist. Wir können zwar heute schon sagen, dass viele tolle Wirkungen von Obst und Gemüse ausgehen, aber kein Wissenschaftler kann euch sagen, warum. Und das ist eigentlich der riesen Knackpunkt in dem Produkt, was ja gleichzeitig auch, und das ist ja auch in der Kritik, es gibt ja auch eine Kritikpresse im Internet, und die Kritikpresse sagt immer, ja, die Studien sind alle nur zum Gefallen gemacht worden und weiß ich wie und alles komisch und glauben wir kein Wort von. Man muss wissen dazu, dass die Studien tatsächlich gemacht wurden, um zu zeigen, dass das Produkt Schrott ist. Das wissen die wenigsten eigentlich so wirklich. Das heißt, das Deutsche Institut für Sporternährung hat gesagt, wir können nicht glauben, dass dieses Produkt wirklich so ähnlich funktioniert, nur so ähnlich funktioniert wie Obst und Gemüse. Weil wir wissen, dass Nahrungsergänzungen eben nichts taugen für unsere Sportler. Die brauchen ja sehr viel mehr für ihre freien Radikale, die sie eben in hoher Potenz bilden. Und deswegen haben sie eben, nicht für möglich gehalten, dass dieses Produkt das wirklich so kann wie Obst und Gemüse. Vielleicht spannend dazu, das wissen auch die wenigsten, dass die Natur immer schlauer ist, als wir denken. Die Natur sagt nämlich nicht, was wir Menschen sagen würden. Wir Menschen würden sagen, aha, wir erkennen, die freien Radikale sind gar nicht so gut für uns, wir müssen uns davor schützen. Wir würden einen Komplettanstrich mit Rostschutzfarbe befürworten für unseren Körper. Die Natur macht das nicht. Man kann also, übersetzt zu sagen, man kann also so viel Obst und Gemüse essen, wie man will und auch Beeren noch dazu, völlig egal. Ich kriege niemals eine Senkung unter oder über 75% hin. Das heißt, mehr als 75% der freien Radikale kann ich nicht senken. 25% bleiben über, weil die auch gebraucht werden vom Körper. Die muss ich behalten. Ich brauche nämlich zur Virenabwehr, ich brauche zum Reinigen im Körper, alles Mögliche. Und die Studien damals vom Deutschen Institut für Sporternährung haben genau diesen Wert produziert. Ich will da nicht näher darauf eingehen, nur das war damals ein echter Knaller in der Wissenschaft. Und das King's College, was ihr jetzt öfters mal hört, auch in politischen Zusammenhängen, das ist so ein Kontrollinstitut für die Welt eigentlich, dieses King's College in London, wo der Linus Pauling seine beiden Nobelpreise auch gekriegt hat. Dieses Institut hat gesagt, diese Studie von euch, die ist getürkt. Also jetzt mal nicht mit dem Namen zu verwechseln, aber die ist eben gefälscht. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen eine Gegenstudie. Wir werden euch an die Wand fahren.
Wir werden euch beweisen, dass ihr da eben vielleicht sogar Geld genommen habt, was auch immer. Warum? Die Beweggründe wusste ja keiner. Aber wir wollen zeigen, dass es nicht möglich ist, mit irgendeiner Nahrungsergänzung, was sie auch dachten, dass es wäre, eben diesen Obst- und Gemüsewert zu erreichen von 75%. Das Ergebnis war eben, dass sie auch 75% rauskriegten. Und deswegen sind die Studienvielzahl entstanden. Deswegen, man muss sich ja immer vorstellen, dass eine Universität, die mit dem Produkt sich in Verbindung bringt, mit einer Studie, ja eventuell seinen eigenen Namen ramponiert. Das heißt, ich muss eben schon als Universitätsklinik, muss ich schon gucken, ob ich da eben etwas nehme, mit dem ich mich befasse, was, sag mal, eine hohe Reputation schon hat oder nicht. Und deswegen wäre es wahrscheinlich überhaupt gar nicht möglich gewesen, dass irgendeine Uni mit diesem Produkt gearbeitet hätte, wenn nicht diese beiden ersten Studien gewesen wären. Das war das Sprungbrett. So, jetzt haben wir da das Produkt so relativ eingerahmt. Also ich hab das damals verstanden, dass es eben was Besonderes. Ich bin damals als Botschafter dieses Produktes durch Deutschland gereist. Das wird der Michael sich daran erinnern. Ich habe viele Vorträge gehalten mit freien Radikalen. Das war ja damals alles noch gar nicht bekannt mit freien Radikalen. Ich bin da vorne rumgesprungen wie ein freies Radikal vielleicht und habe den Leuten das beigebracht, dass es eben geklaut wird und dies und alles und so. Und ich war der meistgereiste, ich sag mal, Apotheker in Deutschland. Warum? Weil ich, was hat der Michael richtig gesagt, weil ich tatsächlich einer der Ersten war, die eben aus den wissenschaftlichen Kreisen zu Susplas kam überhaupt. So, und die Studien gab es damals noch nicht, es gab damals noch gar nichts. Und nur die Aufregung, die diese Vorträge und auch diese Gesundheitsforen, die wir jetzt gerade wieder erleben können, gebracht haben, da haben die Leute vor der Tür gestanden und haben, sich gekloppt um die Karten, weil die rein wollten. Damit der Michael sich auch noch daran erinnern, wir konnten so schnell gar nicht nachliefern und dann haben wir diese Podiumsdiskussionen gemacht mit der Barbara Bär damals noch und alles Mögliche. War eine spannende Zeit, wie ich finde. Es war wirklich die Entstehungszeit des Gedankens von Susplas. Und keiner hat damals gedacht, dass es so eine Riesenwelle werden würde. Mich inklusive. Ich habe gedacht, das ist ein tolles Produkt, wunderbar, aber so ganz hinten im Kämmerchen habe ich gedacht, boah, es könnte ja sein, dass wir etwas haben hier, was so wirklich mal eine Revolution darstellen würde, dass sie so groß werden würde, wie sie jetzt ist, habe ich mir gewünscht vielleicht, aber nicht gedacht. Ich bin eingestiegen, mit dem Produkt zu arbeiten. Da hatte ich die alle vier Apotheken noch und habe dann gedacht, okay, ich verkaufe es mal in der Apotheke. Sehr begeistert vom Produkt, ja, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass es auch in meiner Apotheke ein Renner werden würde. Ist es aber geworden. Und dann fingen die Ärzte rund um mich an anzurufen, Herr Schmitz, Sie verkaufen so eine rote-grüne Dose, die Behring gab es damals nicht. Und die Leute, die das nehmen, haben so fantastische Blutwertsveränderungen, was ist das? Darüber habe ich viele Ärzte ins Team gebracht, weil einfach das sich rumgesprochen hat bei denen, das empfehle ich heute noch immer den Kunden, wenn die kritisch sind, dann sag, pass mal auf, du nimmst mal erstmal nicht Susplas, du gehst mal erstmal jetzt zum Arzt hin, machst ein großes Blutbild und dann dann nimmst du Susplas und nimmst ein halbes Jahr regelmäßig Susplas, jeden Morgen, jeden Abend vor dem Essen und dann nach einem halben Jahr gehst du wieder hin oder nach 5 Monaten gehst du wieder hin zum Doktor, machst wieder ein großes Blutbild und der Rest klärt sich von alleine. Das haben viele gemacht. Und es war immer sehr, sehr positiv. Welche Werte nach oben gehen, kann man nicht voraussagen, aber es ist immer sehr, sehr positiv gewesen. Für die Menschen, für den Arzt natürlich auch, weil der Arzt sieht das dann und wird ja noch darauf hingewiesen. Und das heißt, man macht so indirekt, ich sag mal, ein Verkaufsgespräch mit dem Arzt, mit einer Schwarz-auf-Weiß-Dokumentation. Das fanden die Ärzte immer ganz spannend eigentlich im Nachhinein und haben das dann eben auch dupliziert, von sich aus weitergemacht. Und ich kann euch das nur empfehlen, so zu machen. Ich kann euch nicht übrigens empfehlen, mit einem Apotheker zu sprechen, über diese ganze Thematik ist es meistens sehr schwierig. Selbst ich habe ja, sage ich mal, noch keinen wirklichen Apothekerknaller nachgezogen. Und es gibt, und das ist vielleicht auch ganz interessant, es gibt außer mir keinen NMD, der Apotheker wäre. In der Welt nicht. Was wüsste ich nicht. Bis vor kurzem gab es das jedenfalls nicht. Das heißt, man muss schon so ein bisschen so ein Exot sein, das war ich. Ich war ein Exot, weil wer macht schon in der Apotheke eine Beratung für Leute, die die Apotheke aus der Apotheke fernhalten? Das ist nicht normal.
Und da habe ich eben schon frühzeitig viel gemacht. Ich war auch einer der Ersten, die mehrere Apotheken hatten. Das gab es damals eigentlich nicht. Heute ist das normal. Das heißt, ich habe viele Dinge gemacht in meinem Leben, die nachher normal waren, wo Leute, das habe ich gelernt, eben mich ausgelacht haben und alles Mögliche. Dann habe ich gelernt, wenn du das tust, Wolfgang, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist auch vielleicht mal eine gute Information für euch. Ihr werdet sicherlich nicht von allen, ich sag mal, beglückwünscht zu diesem Geschäft oder zu diesem Produkt. Da gibt es viele Neider oder viele Nichtversteher, die euch das irgendwie madig machen wollen. Je mehr das bemeckern, desto mehr seid ihr auf dem richtigen Weg. Das ist vielleicht mal eine gute Information für euch. Das Geschäft wuchs dann relativ schnell. Ich war nach zwei Jahren NMD. Und das war damals schnell, heute ist das langsam. Aber der NMD war damals auch eine höhere, ich sage mal, Anforderung als heute der NMD. Das muss man auch mal so sagen. Das ist so eine kurz vor der PMD-Stufe gewesen damals und war entsprechend schwierig. Aber immerhin, und ich habe dann so nach, das war zwei Jahre gedauert, nach weiteren zwei Jahren habe ich meine erste Apotheke verkauft und habe dann immer etwa im Jahresrhythmus die Apotheken weiter abgegeben. Habe jetzt seit vielen Jahren schon keine Apotheke mehr. Und ich bin eingestiegen, und das ist vielleicht auch interessant, ich bin eingestiegen, weil ich sag mal, mit den vier Apotheken hatte ich auch schon vor, etwas, sag ich mal, mir mein Leben ein bisschen, ich sag mal, lebenswerter zu machen. Ich bin eigentlich, wenn mich früher einer so gefragt hat, was ist deine Leidenschaft, Wolfgang, dann hätte ich gesagt, ich bin Surfer. Das heißt, ich war jedes Wochenende in Holland, ich war jede freie Minute auf irgendeinem Wasser zu finden, und Wellensurfen und richtig und alles ganz viel. Und je mehr, je besser. Und wenn man dann eben immer in die Apotheke zurück muss am Sonntagabend, ist das nicht so schön. Da möchte man eigentlich dann am Montag, wenn dann noch schöner Wind ist, noch bleiben oder am Dienstag. Das war so meine Vision. Und konnte ich nicht hinkriegen mit meinen Apotheken. Die haben mich dann anders gefordert, aber ich war immer noch sehr eingebunden in das Apothekenwesen. Nach etwa, sag ich mal, 6-7 Jahren hatte ich eben alle Apotheken verkauft, oder 8 Jahren habe ich alle Apotheken verkauft und lebe seitdem das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Das muss man ja auch mal differenzieren. Das heißt jetzt ja nicht, dass man, ich sag mal, nur noch Freizeit hat. Ich wollte gar nicht nur Freizeit haben, ich arbeite nämlich gerne. Ich habe Spaß, mit Menschen zu kommunizieren, ich habe Spaß, mit Menschen zu sprechen über alles Mögliche, über Gesundheit, über Krankheit, über Leben und alles, alle die ganzen Dinge, sofern man das mit als Arbeit bezeichnen kann. Aber ich wollte auch nie so einen Job haben, wo ich dann eigentlich nur noch rumsitzen muss oder kann oder eben gar nichts mehr zu tun habe. Die kennt ihr doch, diese Leute, die viel Geld haben, aber eigentlich völlig unzufrieden sind, weil sie eigentlich keine Aufgaben mehr haben. Das ist die geniale Idee dieses Geschäftes, eben gutes und wirklich sehr gutes Geld zu verdienen. Ich könnte euch vorstellen, 4 Apotheken habe ich nicht verkauft, weil ich doof bin, sondern weil man mit diesem Geschäft gleichzeitig eine sinnvolle Aufgabe erhält. Eine sinnvolle Aufgabe in Kombination mit viel Geld, und diese Aufgabe kann man auch immer noch schön zeitmäßig verschieben und gestalten. Wenn ich morgen sagen würde, ich frage jetzt mal 6 Wochen nach Hawaii, müsste ich mich bei keinem abmelden. Ich würde einfach losfahren und gut ist. Und das muss mir mal einer zeigen in irgendeinem Job, ob das auch bei dem, egal mal welches Geld er verdient, ob das möglich ist. Das ist nämlich meist nicht möglich. Und das bezeichne ich aber als Lebensqualität, diese Freiheit zu haben. Ich bin ein sehr spontaner Mensch, ich mache gerne spontane Dinge, deswegen habe ich auch ein Wohnmobil, weil ich da mich nirgendwo anmelden muss, sondern einfach losfahren kann. Das steht fertig gepackt in der Garage, brauche ich nur einzusteigen und los. Und das sind Dinge, die mir immer schon gefallen haben und die, ich sage mal, mit einem normalen Beruf nicht immer so gut kombinierbar sind. Oder man hat eben einen Beruf, wo man das kann und hat das Geld da nicht. Also die Kombi in beiden mit viel Geld und den interessanten, sagen wir mal, Arbeitsbedingungen, die man gestalten kann, wie man möchte, bis ins hohe Alter. Mal egal, wie alt ich werde, aber ich werde immer ein bisschen was daran tun. Das kann man ja machen, wie viel man machen möchte oder nicht. Heute bin ich erstmal 100 Kilometer Fahrrad gefahren. Das hat mir heute mehr Spaß gemacht und heute Abend spreche ich mit euch. Ist doch alles ein ganz schönes Leben, wie ich finde. Und dazu hilft mir natürlich die Produktpalette von Juice Plus und von Complete. Gerade im Sport ist ja Complete ein Zaubermittel, sage ich mal so. Ich bin viel Marathon gelaufen. Ich habe viel, ich sag mal, gelernt über die richtige Ernährung, gerade beim Sport, und weiß, welches Wundermittel wir auch da haben mit Complete. Das ist
glaube ich, mit dem Sport noch nicht so richtig durchgedrungen. Mit dem Gewichtsreduktion oder Aufbau und dieses alles, das wissen jetzt die meisten eigentlich, dass es ein tolles Produkt dafür ist, eben Vollwerternährung to go. Aber mit dem Sport, auch mit dem Booster im Sport, kann man so viele tolle Dinge machen und so viel Leistung, sag ich mal, eben wirklich freisetzen, ohne getuned zu sein, wirklich auf gesunde Weise das freisetzen. Das auf lange Zeit, auch also wenn ich so einen Marathon gelaufen bin, so 3, 3,5 Stunden, dann hatte ich eben die ganze Zeit über diesen Riegel, die nicht den Riegel gab, sondern aber den Shake, vorher getrunken, mit Wasser aufgelöst, vorher getrunken, hatte ich die ganze Zeit Energie. Das ist spannend, das gibt es nämlich sonst draußen gar nicht. Da gibt es diese Riegel, die man so kriegen kann, diese Energieriegel. Die muss ich aber die ganze Zeit, wenn ich da einmal mit anfange, nachschieben, weil da eben so kurzkettige Zucker drin sind. Das macht ja gar keine Freude. Und das ist eben mit der Vollwerternährung komplett anders. Und dadurch haben wir hier auf beiden Gebieten, den Mikronährstoffe und den Makronährstoffe, tolle Lösungen, die so keiner hat. Und das begeistert mich noch heute. Merkt ihr vielleicht auch, dass ich begeistert bin darüber. Und mit so einer Begeisterung eben Menschen anzustecken und daraus ein Geschäft zu machen, ist doch im Grunde das Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist mir eigentlich immer so vorgekommen, dass mein Hobby war, in der Apotheke schon immer mit Menschen zu kommunizieren, viel Spaß zu haben mit denen. Und so habe ich mit meinem Team auch viel Spaß gehabt. Wir haben viel Freude gehabt oder haben immer noch viel Freude. Inzwischen sind die natürlich alle so selbstständig, dass ich die nicht mehr, ich sag mal, jeden Tag hätscheln muss oder pampern muss, wie man so schön sagt, sondern die wissen selbst genau, wie es geht. Das ist das Schöne am Geschäft. Heißt aber nicht, dass ich immer noch ab und zu mal ein paar neue aufbaue. Nicht mehr so viele, nicht mehr so jeden Tag so ganz viel Aktivität brauche ich nicht, will ich nicht, aber ich kann es mir schön gestalten. Und glaubt mir eins, ich war beim Produkt, darauf immer zurückzukommen, der kritischste in der Welt, weil ich mir mit meiner Ernährungsberatung und meiner ganzen Ernährungs, sage ich mal, Profession, die ich mir erarbeitet hatte, einen wirklich guten Namen hier aufgebaut hatte. Und ich wollte alles, ich wollte nur nicht diesen Namen irgendwie einen Kratzer geben. Diesen Namen in Bezug auf gute Ernährungsberatung und Fachwissen. Und deswegen bin ich rübergeflogen. Deswegen habe ich alles auf links gedreht. Deswegen habe ich mit der Firma gesprochen. Deswegen habe ich mit den Untersuchern selbst gesprochen, die da gearbeitet haben. Kann man heute alles gar nicht mehr. Ist heute ja viel zu groß alles. Heute macht das ja für uns. Deswegen brauchen wir nicht mehr rüber zu fliegen. Das Fresenius-Institut. Die prüfen das 3-4 Mal im Jahr drüben auch mit Ackerkontrollen, alles Mögliche. Das wissen auch nicht immer alle so wirklich. Und die prüfen nicht übrigens die eigentliche Sinnhaftigkeit des Produktes, die prüfen nur die Güte des Produktes. Denn man könnte sich ja fragen, das habe ich mich am Anfang auch gefragt, warum das Fresenius-Siegel denn vielleicht ein gutes ist, weil die geben ja zum Beispiel auf Nutella auch das Fresenius-Siegel. Und das ist ja, Nutella ist ja nicht unbedingt, was ich empfehlen würde, aber es ist eben sauber, das Nutella. Und deswegen kann man hier eben sagen, all diese Aussagen, das wird ja immer wieder gefragt, also mit Genmanipulation oder mit pestizidfreiem Anbau und Zuckerfreiheit, all die ganzen Dinge, prüft das Präsidentinstitut, und zwar laufend. Und dadurch haben wir eine unglaublich hohe Sicherheit. Und die beste Sicherheit, das sage ich immer ganz zum Schluss, und damit höre ich dann auch auf eigentlich jetzt hier, die beste Sicherheit hat man im Punkto, ich sag mal, Kritik an dem Produkt durch die möglichen Konkurrenten. Weil ich bin sicher, dass diese möglichen Konkurrenten jede Woche, mindestens jede Woche, irgendeine Probe von Duplass ziehen und versuchen, da irgendetwas nachzuweisen, was da nicht reingehört. Und wenn sie was finden würden, dann würden die nichts lieber tun, als das zu veröffentlichen. Um unser Produkt, was ja Weltmarktführer ist, eben, ich sag mal, in den Dreck zu ziehen. Und deswegen, es gibt keine bessere, ich sag mal, Kontrolle als Neid. Das ist meine Meinung. Und das wird sicherlich eben oft gemacht. Und deswegen können wir ganz ruhig bleiben. Wir haben das beste Produkt und wir sind eben mit einer Firma verbunden, die das weiß, die von Anfang an das pharmazeutische Verfahren als Richtlinie genommen hat, was gar nicht notwendig war, aber was nicht zu toppen ist, was das Beste ist, die von Anfang an Richtlinien gemacht haben, dass das eben nicht anfechtbar ist, das Produkt. Und dadurch können wir, das sind wichtige Fragen, die ich mir gestellt habe, übrigens, bevor ich meine letzte Apotheke verkauft habe, das sind wichtige Fragen, die uns sichern, und unseren Beruf, den wir alle jetzt eben mehr oder weniger viel mit Schussplatz eben, ich sag mal, in Verbindung bringen, sichern, auf lange Zeit auch. Und dadurch haben wir ein gutes, gleichmäßiges und sehr sicheres Geschäft.
Genau, so sieht das aus. Erstmal vielen Dank, Wolfgang, und ich hoffe, dass du jetzt nicht aufhörst, sondern dass du jetzt gerade erst warm bist. Jetzt bin ich gerade Jetzt kommen ja die Fragen und warm. es sind auch schon Genau. zwei Fragen im Chat gestellt, aber da möchte ich dann nochmal drauf zurückgehen. Ich möchte eigentlich hier nochmal erstmal auch so ein bisschen auf das Geschäftliche, weil du hast es auch wunderbar erzählt, ohne ja vielleicht so, ja, wie soll ich sagen, so abgehoben zu klingen, aber das ist ja genau das, du bist das nicht, das bist nicht du, aber du hast etwas geweckt, was in den Menschen ja eigentlich ein ganz großes Gefühl ist, was Menschen einfach anstreben, nämlich ein freies Unternehmertum zu haben, also ein Unternehmen zu haben, wo man niemanden Rechenschaft ablegen kann, wenn ich das den Leuten immer mal auch sage. Ich glaube, manchmal glaube ich, die glauben mir das gar nicht, dass das tatsächlich so ist, dass ich niemanden in dieser Company oder irgendjemanden Rechenschaft abgeben muss und dass man wirklich seine Zeit komplett frei einteilen kann, jede Sekunde des Tages. Und das ist ja das, was die Leute anstreben und das kann man hier erreichen und das hast du sehr schön zum Ausdruck gebracht, lieber Wolfgang. Und jetzt hast du auch erzählt, dass du in 2 Jahren ja nebenberuflich, du hast ja 8 Jahre insgesamt deine Apotheken trotzdem noch gehabt. Und bist in 2 Jahren nebenberuflich NMD geworden. Und ich weiß ja, als Apotheker, also ich sehe auch die Problematik, sehe ich immer mal bei anderen, zum Beispiel bei Gerdin Joachim hatte ich ja immer einen ganz guten Einblick. Da war es ganz oft so, dass Personal ständig ausfiel und immer dann, wenn sie eigentlich freie Tage hätten haben sollen, mussten sie selber in ihre eigenen Apotheke sozusagen einspringen. Ich bin mir ganz sicher, bei dir war das nicht anders. Wie hast du es geschafft in 2 Jahren? Das ist ja wirklich sehr schnell, nebenberuflich mit eben 3, 4 Apotheken NMD zu werden. Das ist relativ einfach. Ich bin ein guter Geschäftsmann und B, bin ich ein guter Planer. Das heißt, ich weiß, dass gute Geschäfte nur mit einer guten Planung funktionieren. Und das erste Jahr habe ich übrigens gemacht, noch mit Absprache meiner Frau. Die hat zu mir nämlich gesagt: Wolfgang, bin aus Amerika wiedergekommen, gesagt, Elke, ich mach jetzt ein neues Geschäft. Dann hat sie gesagt: Schon wieder, wir haben schon 4 und du brauchst nicht noch eins und dann bist du noch mehr weg und überhaupt gar nicht, ich kenne das alle. Ne? So, und dann habe ich gesagt: Ich sehe aber in diesem Geschäft die Möglichkeit, mehr Zeit zum Leben und auch für die Familie und für uns alle zu haben. Hat sie natürlich nicht geglaubt, dass sie dachte, das wäre eine Ausrede. Aber sie hat sich darauf eingelassen und hat gesagt: Okay, wir machen mal ein Probejahr. Und dieses Probejahr hieß: Ich ging damals dienstags und donnerstags zum Tennis. Jede Woche dienstagsabends, donnerstagsabends zum Tennis. Habe ich gesagt: Okay, dienstagsabends hat der Wim Plange damals schon dieses Zentrum, was ich eben jetzt habe, hier noch damals schon aufgebaut. Und da war jeden Dienstagabend eine Präsentation. Und da habe ich gesagt: Okay, ich verpflichte mich ein Jahr, und das ist so wichtig, dass man das so in sich auch klar macht. Ich verpflichte mich ein Jahr, jeden Dienstag da zu sitzen. Ob ich einen Gast habe oder nicht. Ich sitze jeden Dienstag da. Das ist das, was ich meiner Frau gesagt habe. Ich tausche das Tennis gegen den Besuch einer Präsentation jeden Dienstag. So, und dann habe ich gesagt: Okay, und nebenbei werde ich vielleicht einmal die Woche noch mich mit irgendwelchen Leuten abends treffen. Mehr konnte ich auch nicht. Mehr konnte ich auch nicht. Also ich war wirklich komplett ausgebucht. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr eng mit der Zeit. Und nach einem Jahr, und jetzt kommt der geschäftliche Gedanke, den viele, viele falsch machen. Nach einem Jahr habe ich so, ich sage mal, ungefähr 4.000 Mark, das ist ja noch die Hälfte, mit Euro im Mark verdient. So, und dann habe ich dieses Geld komplett genommen, habe es nicht auf mein Konto getan, sondern habe das getan, was man eben tun muss, wenn man ein Geschäft aufbaut. Ich habe dieses Geld genommen, einen zusätzlichen Apotheker eingestellt, den ich nicht brauchte, der mich entlastet hat. Das heißt, ich konnte in der Woche dann, meine Frau hat gesehen, das lief nach einem Jahr schon ganz gut, dann konnte ich sagen: Okay, wir machen mal weiter, wir schauen mal, wir machen noch mal weiter. Ich konnte dann also in der Woche so 2, 3 Nachmittage frei haben. Ich konnte wirklich mir Zeit habe ich wirklich erkauft. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Deswegen war ich nach 2 Jahren MD, weil natürlich mein Team, das ist ja nicht wie heute. Ihr habt ja heute das Schlaraffenland, sage ich mal so, mit dem Facebook. Aber ich oder mit Zoom hier, was wir jetzt hier haben, das war es ja, gab es ja alles nicht. Das heißt, ich musste eben ins Auto setzen. Deswegen, ich war der weitgereisteste Apotheker. Ich bin so 80.000 im Jahr gefahren.
Und weil ich habe den Fehler gemacht, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich habe den Fehler gemacht, eben mein Team nicht in der Nähe zu haben, sondern das war in Würzburg oder in Wolfsburg oder weiß ich wo, oder in Stuttgart. Und da bin ich überall hingefahren und war eben tagsüber in der Apotheke und einen späten Nachmittag bin ich losgedüst und späten nachts bin ich wiedergekommen. Das ist auch nicht einfach gewesen. Das muss man auch wollen. Das muss man wirklich wollen. Das ist nicht einfach gewesen. Aber ich hatte die Idee hier oben, habe gesagt, du musst das jetzt ein oder zwei Jahre mal komplett durchziehen und dann entscheidest du, ob du weitermachst. Und nach zwei Jahren war ich NMD und dann hat mich natürlich nichts mehr gehalten. Da habe ich gesagt, okay, jetzt geht jetzt richtig die Post ab. Und natürlich war das dritte Jahr nochmal viel Arbeit, ganz klar. Das ist dann nicht, dass man aufhört, nein. Das ist dann nochmal viel Arbeit, das vierte auch. Das geht dann erst so ganz, das ist ein hohes Niveau, das geht dann immer noch ein bisschen höher. Und nur ich war dann in der Apotheke schon relativ übrig. Also ich habe dann noch mehr Leute eingestellt und ich war dann noch mehr übrig. Ich war zwar jeden Tag in der Apotheke, habe aber oben in meinem Büro gesessen und habe da oben nur telefoniert mit NSA-Leuten. Also das muss man auch so sehen. Und dann habe ich eben, mein letzter Schachzug war der, dass ich einem Apotheker eben so viel Geld gegeben habe, dass er meine Apotheke wirklich alleine führte. Da habe ich ihm gesagt, pass mal auf, wenn du dieses Geld nimmst, dann will ich nie mehr mit dir über irgendeine Krankheit reden oder irgendeinen Angestellten, der nicht kommt oder irgendetwas, ist alles dein Problem, nicht mehr meins. Und das sind wichtige Dinge, die man regeln muss, dass man frühzeitig eben, sag ich mal, das Heft so in die Hand nimmt und dann aber auch abgibt, dass man sich Freizeit schafft, weil dieses Geschäft ist tatsächlich eben auch nicht geschenkt. Aber es hat das große Zuckerstückchen im Hintergrund, dass man eben damit wirklich, ich habe mir immer im Kopf gesagt, wenn ich so im Auto von Stuttgart nach Hause fuhr oder so und eigentlich völlig kaputt war und nächsten Morgen wieder um 8 Uhr in der Apotheke stehen musste, das war im Anfang so, habe ich gesagt, Wolfgang, jede 10 Minuten, die du hier opferst von deinem Leben, bringt dir mindestens eine Woche Freizeit. Und das hat mir geholfen, da durchzuhalten. Und ich kann das nur so sagen, das wird oft unterschätzt, wenn man diese Erfolgreichen so sieht. Auch die jungen Leute, bin ich sehr sicher, die heute eben mit Facebook und so sehr erfolgreich sind, die machen das noch viel, viel, viel intensiver, noch viel konzentrierter am Tag. Die sitzen eben ihre 18, 20 Stunden vor der Kiste hier und arbeiten damit. Das honoriere ich auch sehr stark, das ist ein anderes Arbeiten, aber es auch, wird auch da nichts geschenkt. Man ist nur noch schneller eben, das ist der Vorteil. Man hat eben noch viel mehr Kontaktmöglichkeiten, als wir früher hatten. Ja, da sieht man den geschickten Geschäftsmann, sehr, sehr clever gemacht und eigentlich auch alles richtig gemacht, logischerweise, ja. Auch dann diesen Apotheker anzustellen und so weiter, um einfach mehr Zeit zu haben. Und lieber Wolfgang, ich glaube, das siehst du ja auch immer wieder, eines unserer größten Herausforderungen in dem Business ist ja, dass viele meinen, sie können so 2-3 Stunden die Woche machen, könnten aber in 2 Jahren dann natürlich, also Mensch, geht schon nach 6 Monaten, wollen die mindestens 5.000 Euro verdienen. Genau. Und nach 2 Jahren möchten sie einen 5-stelligen Betrag und noch weiterhin ihren Beruf ausüben. Ja. Siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Und was man als ich sag mal, normaler, nicht unbedingt selbstständiger Mensch, aber auch als selbstständiger Mensch nicht vergessen darf, das hat mich völlig fasziniert in diesem Geschäft. Ich war gewohnt, für eine neue Apotheke irgendwie 300.000 Euro in die Hand zu nehmen. Also das ganze Ladenlokal und weiß ich wie, das kostete ungefähr, eine Apotheke kostete etwa 300.000. Das heißt, man fängt erstmal die ersten 5, 6, 7, 8, eigentlich fast 10 Jahre an, aus dem Minus wieder hochzukommen und ist dann vielleicht dann mal irgendwann auf Null. Verdient dann natürlich, will ich gar nicht bestreiten, schönes Geld, auch heute noch. Gar keine Frage. Aber man geht erstmal richtig ins Tal des Risikos und Schulden abzahlen. Die Bank guckt einen immer sehr freundlich an, weil sie viel Geld von einem haben will. Und dieses Geschäft fängt mit Null an. Und das vergessen die meisten. Das ist der Hammer. Das heißt, wenn ich hier eben 10 Euro überwiesen kriege von der Firma, bin ich schon so viel weiter, als jede Apotheke in der Zeit wäre, weil die kommt nämlich noch völlig in Miesen rum. Und das fasziniert mich völlig. Und das darf man nicht vergessen. Und da muss man einfach sagen, okay, wenn ich hier was erreichen will, brauche ich wirklich volles Engagement. Und ich bin natürlich auch Vorbild für mein Team. Und wenn ich eben so eine Schlaftablette bin, dann werde ich auch Schlaftabletten anziehen. Dann werde ich Leute anziehen, die eben auch nicht so konzentriert machen und auch mal ein bisschen was machen, einmal die Woche oder zweimal die Woche und dann wieder Tschüss. Also ich kriege so ein bisschen so ein Phlegma-Team.
Und wenn man das selbst nicht haben will, dann muss man eben selbst anders sein und sich selbst eben, sag ich mal, an die Karten daran nehmen und den Schweinehund besiegen. Ja, sehr schön beschrieben, Wolfgang. Und du sag mal, gibt es für dich so ein allgemeines Geheimnis zum Erfolg, wo man sagen kann, das sollte zumindest mal, das sollte jeder beachten, das kann auch jeder tun und muss auch jeder beachten? Das Erfolgskonzept, glaube ich, von jedem Erfolg. Hier ist das noch schlimmer, weil es gibt keinen, der einen zwingt. Aber das Erfolgskonzept ist ganz einfach, selbst kontinuierlich zu arbeiten. Ohne Antrieb, ohne dass einem einer sagt, jetzt mach doch mal dies oder jenes. Wenn ich mir angewöhne, etwas jeden Tag zu machen in einer begrenzten Zeit, die kann klein sein, das ist überhaupt nicht schlimm, die kann ruhig klein sein, aber jeden Tag werde ich in 1-2 Jahren super erfolgreich in diesem Gebiet sein, kann ich euch garantieren, egal was ich mache. Das kann ich auch mit Muskelaufbau machen, das kann ich mit allen Dingen machen. Das kann ich mit Laufen machen, wenn ich am Morgen 10 Minuten laufen gehe, ist das super schön. Wenn ich jeden Morgen 10 Minuten laufen gehe, ist das super schön. Man muss nicht gleich mit 3-4 Stunden anfangen. Mit einem kleinen Zeitaufwand, aber jeden Tag. Und das ist das Erfolgskonzept von mir immer gewesen. Ich habe immer gewusst, wenn ich das etwas durchziehen will, brauche ich einfach ein bisschen Ausdauer. Aber glaubt nicht, dass mein Schweinehund nicht auch sehr groß war. Wie oft habe ich da gelegen im Bett und wollte nicht aufstehen zum Laufen morgens um 6 Uhr vor der Apotheke noch. Ich wusste aber, und das hat mich getrieben, ich wusste, wenn ich das tue, ist mein Tag ein ganz anderer. Ich bin ganz anders drauf und habe viel mehr Spaß. Das hat mir geholfen. Und so ist das mit dem Geschäft eigentlich auch. Wenn man das mal tut, ein Jahr lang, dieses Geschäft wirklich kontinuierlich sich durch nichts abbringen lässt, kontinuierlich macht, dann merkt man, wie klasse das ist und wie viel Spaß man hat und wie das auch honoriert wird von dem Team. Das muss man mal so sehen, das potenziert sich nämlich dann. Ja, genau, super, sehr schön erklärt. Du Wolfgang, jetzt ist ja so, wir sitzen alle hier so schön gemütlich daheim, im Zoom-Call, ja, und können uns da locker einwählen und sogar weghören, wenn wir wollen. Also wir gucken im Fernsehen und da läuft und jeder denkt, ich bin da drin. Nein. Aber du bist ja auch eben einer, der regelmäßig seine Events macht. Warum Events? Warum doch Zoom-Call? Ja, weil es geht nichts über dir in die Augen zu gucken. Also auch wenn ich jetzt euch hier allen in die Augen gucken kann, es ist was komplett anderes, als wenn wir auf dem Event sind. Und wir haben jetzt ja gerade wieder das Event hier gehabt hier in Düsseldorf und wo du ja auch da warst, Michael, und da kommt man es wieder erleben. Das ist, da trifft man sich, da spricht man, da kommen sofort Frage, Antwort, da merkt man, da steht einer gegenüber, der ist ja skeptisch und man kann alles sofort beantworten und der merkt die ganzen anderen, das ist ja auch eine ansteckende Atmosphäre, die ganzen anderen sind dabei und sind eben auch nicht gerade von Anfang an begeistert, werden aber immer begeisterter und dann entsteht so eine, ich sag mal, so eine Euphoriewelle. Und die kriege ich mit dem Zoom in meinem Wohnzimmer, wenn der Hund daneben noch herläuft und die Frau sagt, mach nicht so einen Lärm hier, kriege ich das nicht hin. Genau. Also du bist auch genauso wie ich. Du sagst auch, also ohne Events geht nichts. Und Events sind mit das wichtigste Tool in unserem Business. Man kann das man braucht das, wir mussten das früher wirklich viel, viel häufiger machen als heute. Das ist der Vorteil, man kann jetzt ein bisschen auf die großen Events eben ein bisschen, sag ich mal, konzentrieren, das kann man schon tun. Aber wenn ihr verpasst, euren neuen Leuten das beizubringen, dass die zu Events kommen, werden sie es nicht tun. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ihr kein Wachstum haben werdet. Das kann ich euch garantieren. Das wird nicht passieren. Genau, super, vielen Dank. So, jetzt, das waren jetzt mal die geschäftlichen Fragen von mir. Jetzt kommen wir wieder, also keine Angst, liebe Leute, weil ich habe schon gesehen, kommen natürlich jetzt Produktfragen. Man denkt, der Wolfgang, aber ich wollte auch, dass ihr seht, der Wolfgang ist mindestens genauso gut im Geschäft und auch clever wie eben mit dem Produkt. Und das habt ihr jetzt sicherlich festgestellt, viele wichtige Tipps bekommen. Jetzt kommen wir zum Produkt und da hat es schon gleich im Zoom-Call die Christiane Kuhlmann geschrieben, die das wahrscheinlich jetzt selber beantworten will, haben will, weil ich weiß, sie hat die Antwort. Aber für die anderen, mir hat auch neulich jemand gesagt, da sei doch ein Chemiemittel enthalten, und zwar im Booster, die DDT, das weiß selber nicht, was das ist, also im Booster. Zu den Produkten so vielleicht Complete, Reinheit. Also, können wir ganz unten anfangen. Die Reinheit, habe ich gerade schon erklärt, ist eben über jedem Standard, den man so kennt, über jedem Standard. Deswegen war mir klar, dass das Fresenius-Siegel da immer passen musste, weil das, wenn ich etwas nach dem höchsten Standard herstelle, das Arzneimittelgesetz ist so unglaublich streng, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Das muss ja auch so streng sein, weil das eben stark wirksame Medikamente sind. Und wenn unser Produkt genauso hergestellt wird, aus freiem Willen, dann muss man sagen, da gibt's nichts drüber. Also Reinhard, müssen wir uns nicht mehr darüber unterhalten, das ist fertig. So, wenn Stoffe zugesetzt werden, das gibt es beim Booster, das gibt es bei den Kapseln oder sonst irgendwo, müsst ihr darüber nachdenken, dass wir ja, ich sag mal, ein Produkt haben, was auch irgendwie im Körper ankommen soll. Das vergessen die meisten. Also wenn ich zum Beispiel, ich mache mir mal ein Beispiel, was besser zu verstehen ist. Wenn ich euch Aspirin jetzt sage, Aspirin ist Acetylsalicylsäure. So, jetzt wisst ihr, jetzt gibt es, weiß ich, 50 oder 100 Nachmacher. Ratiopharm, Hexal, wie sie alle heißen. So, und dazu gibt es jetzt in der Apotheke, gibt es Listen, die über die, sag mal, Bioverfügbarkeit eine Liste wiedergeben, über diese Acetylsalicylsäureprodukte. Und die haben alle die gleiche Inhaltsstoffmenge. So, nur, da gibt es Produkte, die kommen nur zu 3-4% im Körper an. Werden aber verkauft ohne Ende auch. Und das ist einfach, da zählt die Werbung, die kommen in der Apotheke, wollen das haben und fertig. So, und da muss man einfach sagen, okay, und wenn wir hier eine Firma haben, ich habe ja schon gesagt, wir haben eine weitblickende Firma, die etwas macht. Wenn ihr jetzt mal guckt, dass Bayer eine Resorption, eine Bioverfügbarkeit von 98-99% hat, dann ist der Knaller vom Gesetz her, dass die das nicht draufschreiben müssen, wie sie das machen. Die müssen nur draufschreiben, was sie da reintun, diese Acetylsalicylsäure. So, und welche Menge davon drin ist. Wie sie das in den Körper reinbringen, müssen sie nicht kundgeben. Da gibt es spezielle Abteilungen für, die heißen galenische Abteilungen und die machen das und die haben sich damit viele Gedanken gemacht. Und da gibt es sogenannte, ich mache mal ein Beispiel, sogenannte Sprengmittel. Das hört sich jetzt schwierig an, das in dieser jetzigen Zeit, wo man über Sprengungen so verschieden nachdenken kann. Aber das heißt, wenn eben eine gute Tablette in den Magen kommt, dann wird sie unter Feuchtigkeitseinfluss oder auch durch Säureeinfluss, je nachdem, das kann man verschieden gestalten, auseinandergesprengt durch die Inhaltsstoffe selbst. Das heißt, in der Tablette sind Stoffe drin, die das auseinanderblasen, die ganze Substanz, damit jedes einzelne Molekül praktisch gut resorbiert werden kann. Und sowas haben wir in Susplast drin. Das sind aber völlig unschädliche Mittel, wie zum Beispiel solche Dinge, die eben CO2 entwickeln. Also CO2 ist das Gas der Kohlensäure. Wenn ihr also eine Cola, so einen Sprudel trinkt mit Kohlensäure drin, da ist da CO2 drin oder Kohlensäure eben drin. Und damit eben das mit Wasser eben freigesetzt wird, die Kohlensäure, die das eben auseinandersprengen würde, sind zum Beispiel eben Carbonate mit drin. So, und das will ich euch gar nicht jetzt alles im Feinen erklären, müsst ihr auch gar nicht alles wissen. Wissen müsst ihr, dass ihr eine Firma an der Hand habt, die nichts da reintut, um uns zu ärgern, sondern die da Dinge reintut, die sinnvoll sind und die dieses Produkt dazu gebracht haben, dass wir so eine hohe Bioverfügbarkeit haben. Das ist auch nicht umsonst, weil sonst würde eben die Substanz im Magen zusammenklumpen und nur die äußere Schicht wird resorbiert und innen drin wird alles gar nicht aufgenommen. Schade eigentlich, ne? Und das wird vermieden über diese Substanzen, die wichtig sind und letztlich eben gar nichts mit irgendeiner schädlichen Wirkung zu tun haben. Genau, super. Und Wolfgang, du kennst dich ja auch am Markt aus, du kriegst ja auch alles zugetragen, was ja dann in diese Richtung geht und Nahrungsergänzung und einmal Apotheker, Innerapotheker interessiert genau. Dich ja auch für alles, ne? Könntest du sagen, dass es Produkte gibt, die dem Schussblast mittlerweile auch schon so nahe kommen, das Wasser reichen können, besser sind? Nein. Es gibt immer, also ich habe immer, am Anfang mir viel Mühe mit dem gegeben. Ich habe am Anfang schon immer dann, weil ich eben so ein Rumreiser war, da war ich ein bisschen bekannt und haben nämlich immer welche angerufen und mir Mails geschickt, Herr Schmidt, ich habe was gefunden, das ist mindestens so gut, vielleicht sogar besser und es kostet nur die Hälfte. Und dann haben wir mir viel Mühe gegeben, das alles zu erklären und wie und was und so. Und heute habe ich mir das alles reduziert. Wenn mich einer anruft, was immer noch ist, es gibt immer noch viele, die anrufen und sagen, ja, ist aber das ganz toll, wunderbar, steht auch schon getrocknet und alles wunderbar. Ich sage, tut mir einen Gefallen, ich habe jetzt die Zeit gar nicht, dir alles im Detail zu erklären, aber es ist bestimmt ein tolles Produkt, was du hast. Und jetzt tust du mir einen Gefallen und schickst mir einfach mal eine Studie von diesem Produkt. Nur eine. Und Ruhe ist. Genau. Ja, das ist Feierabend. Da habe ich schon alles, alle Diskussionen am Ende, da kommt noch gar kein Echo mehr.
weil es gibt natürlich auch Studien, es gibt auch Studien zu Produkten inzwischen, weil wir so gut vorgelegt haben, gibt es Bioverfügbarkeitsstudien von anderen Produkten, jetzt gar nicht mal, die überhaupt von der Idee her mit Plasma zu vergleichen sind, aber es gibt Studien. So, und da muss man ganz einfach sagen, diese Studien heißen erstmal gar nichts. Das ist eine gute Grundvoraussetzung mit der Bioverfügbarkeit, aber nicht unbedingt hat das mit einer Güte was zu tun. Weil ihr kennt ja alle diese Studie, diese Alpha-Tocopherol-Beta-Carotin-Studie, diese Raucherstudie mit den Vitaminen. Wenn man da jetzt eben eine Studie gemacht hätte über Bioverfügbarkeit, wäre sicherlich eine hohe Bioverfügbarkeit nachgewiesen worden. Trotzdem waren die aber doch wohl sehr schädlich, diese Substanzen im Körper, und haben viel Unsinn gemacht, weil die eben im Körper gar nicht richtig erkannt wurden und eben das nicht gemacht haben, wofür sie da reingegeben wurden. Und deswegen nutzt mir die reine Bioverfügbarkeit alleine nichts. Ich brauche sie immer in Kombination damit, ob denn auch das, was eben eigentlich mit Obst und Gemüse wirklich jetzt funktioniert, ob das mit Obst und mit Schussplatz auch funktioniert. Das brauche ich. Und das ist ja auch der wichtige Punkt der Wissenschaft gewesen. Die haben nämlich argumentiert, haben gesagt, wir kennen die Stoffe ja gar nicht. Wir wissen, die 10.000 Stoffe der Tomate kennen wir nicht. Wir kennen so 1.500 etwa. Und wir wissen aber zum Beispiel, dass Lycopin, der rote Farbstoff, wirkt nur im Verbund mit den anderen Stoffen zusammen. Also wenn ihr behauptet, ihr wärt so gut wie Obst und Gemüse, ist das eine freche Behauptung. Wir können euch nicht das Gegenteil beweisen, weil wir kennen die Stoffe ja nicht. Wir können sie jetzt auch nicht suchen bei euch. Und deswegen hat man ja eben auf diese Vergleichsstudien, die wir ja haben, zu sagen, das geht mit Obst und Gemüse. Und wenn das mit Plus geht, dann kann man eben sagen, wenn K so groß ist wie Otto, dann ist da irgendwie eine gewisse Größenkombination zu festzustellen. Da müssen die irgendwie gleich groß sein. Und dadurch kann man nachweisen, dass die Stoffe auch drin sind. Das ist schon so ein bisschen so ein Umwegsding, was wir haben. Okay. Und wenn wir jetzt gerade schon mal bei den Studien sind, Wolfgang, wir haben ja auch ganz tolle Studien im Internet von Stiftung Warentest und so Ärztekritik, solche Sachen. Ja, Ärztekritik, fangen wir damit an. Ärztekritik ist ein reiner persönlicher Feldzug eines ehemaligen Schussplasslers, der irgendwie persönliche Kränkungen erlitten hat. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber jedenfalls, der früher sehr begeistert Vorträge gehalten hat, auch über Schussplass. Und jetzt genau das Gegenteil tut, nicht deswegen, weil er was gefunden hätte, was er damals noch nicht wusste, sondern weil er persönliche Rache nehmen möchte an irgendetwas. Das mal dazu zu sagen. Was er da tut, ist sehr intelligent gemacht, muss man sagen, weil er hat jahrelang als Journalist gearbeitet und kann deswegen ganz gut formulieren. Und deswegen ist für den Laien ganz schwer rauszukriegen, warum das denn jetzt Schrott ist, was er schreibt. Das ist so intelligent gemacht, dass es eben wirklich, dass man denkt, wenn man das so liest, das ist wirklich ein schlechtes Produkt oder schwieriges Produkt. Nur ich würde mich mit diesem Produkt, mit diesem ganzen Kreis, der um ihn da jetzt entstanden ist vielleicht, und diesem Dunstkreis gar nicht so viel beschäftigen. Je mehr man auf seine Seite klickt, desto mehr kommt er noch nach oben. Das ist erstmal das. Und das Zweite ist, dass es ja wirklich die besten Universitätskliniken der Welt, Charité und Herdecke, um mal für Deutschland zu sprechen, in der ganzen Welt, die besten Kliniken der Welt, auch solche Leute wie Tulsa, alles keine dummen Leute, die sich ja vom Herzen her mit Plus eben verbunden haben und ganz klar dazu stehen und sagen, wir haben alles auf Herz und Nieren geprüft und es ist ein wirklich sauberes und das beste Produkt, was auf dem Markt ist. Dann würde ich diesen Wissenschaftlern einfach mehr glauben und das andere einfach zumachen. Und gar nicht so viel geistige Energie da reingeben. Ich habe mal einen schönen Spruch vom Freund von mir gehört, der sagt, wer viel in Scheiße rührt, stinkt selbst nach Scheiße. Und deswegen würde ich vielleicht da einfach einen Deckel drauf machen und sagen, das ist jetzt dieser Stank, den will ich mir nicht antun. Und fertig. Seid gewiss, es ist alles rechtens, es ist alles sehr sauber gemacht und es gibt überhaupt nichts dran zu meckern an diesem Produkt und es gibt, das muss man auch mal so sagen, überhaupt nichts Vergleichbares. Es gibt eine ganze Reihe, die an den Erfolg anknüpfen wollen, aber eben leider das nicht hinkriegen. Aus verschiedensten Gründen, das ist eine hohe Technologie, die dahinter steckt. Wenn man nur weiß, dass das Trocknungsverfahren sich eben etwa auf ein Zehntel der früheren Zeit reduziert hat. Das heißt, man arbeitet unglaublich hart daran, das Verfahren immer noch weiter zu verbessern. Und das läuft alles im Hintergrund, ohne dass es an eine große Glocke gehangen wird.
Wir sind wirklich mit einem Partner da verbunden, der die Verantwortung, die er hat mit diesem Produkt, auch wahrnimmt. Das muss man mal so sagen. Genau. Also zu dem Thema nochmal auch Stiftung Warentest und so möchte ich auch mal eine gute Nachricht auch vermitteln. Ich weiß, dass die Firma eine Firma engagiert hat, die sich speziell mit solchen Sachen beschäftigt. Ah, schön. Die hat sie jetzt also eingesetzt. Das mag vielleicht noch einen Moment dauern, aber ich gehe davon aus, dass das alles in ganz naher Zukunft kein Thema sein wird, weil die dafür sorgen, dass es entweder nach hinten verschwindet oder ganz verschwindet. Ne? Das mal das habe ich jetzt vergessen mit dem Stiftung Warentest. Stiftung Warentest hat natürlich, da muss man auch mal richtig darüber nachdenken. Aus Sicht der Stiftung Warentest war der Test gar nicht so verkehrt. Sag ich mal ganz deutlich hier. Weil die haben was anderes getestet, als wir erwartet haben. Oder überhaupt, als das Produkt Plus überhaupt hergibt. Die haben gesagt, wir gucken mal, wir haben diese Alpha-Tocopherol-Beta-Carotin-Studien kennen wir und wir wollen den Verbraucher schützen, gerade die Raucher wollen wir schützen, die eben diese Vitaminprodukte nehmen, im guten Glauben und denken, sie tun sich was Gutes. Und das ist ja so eine Institution, eben diese Stiftung Warentest, die sowas auch machen muss. Das ist ja auch ganz klar. Deswegen haben sie ja diese ganzen Nahrungsergänzungen eben sich genommen, diese ganzen Multivitamine und haben geguckt, die haben nur eins gemacht. Die haben eben die Dose genommen und gesagt, okay, wie hoch ist Beta-Carotin, wie hoch ist Vitamin E drin und wenn das eben entsprechend hoch war, dann haben sie gesagt, okay, das ist zwar verkehrsfähig, aber es ist nicht zu empfehlen. So, und wenn man das bei Plus macht, dann ist das eben auch nicht unbedingt nicht zu empfehlen, aber eben in der Dosierung nicht unbedingt ganz niedrig. So, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und deswegen ist es eben kein gutes Ergebnis gewesen bei Stiftung Warentest. Wenn man aber weiß, und jetzt kommt der wichtige Punkt, wenn man aber weiß, dass Schussplatz wie Obst und Gemüse ist und das eben durch beste Studien nachgewiesen wurde und wir de facto tatsächlich eben nachweisen können, dass wir den 75% Senkerwert von freien Radikalen genauso schaffen wie Obst und Gemüse, dann ist eben zum Beispiel für einen Raucher, da gibt es sogar eine Raucherstudie, die zeigt, dass wenn ich eben Raucher bin und Schussplast nehme, dass ich bessere Blutwerte habe, als wenn ich eben ein normaler Mensch bin und nicht Raucher bin und Schussplast nicht nehme. Das muss man mal so richtig aussortieren im Kopf. Das heißt, wir können de facto nachweisen, dass es für Raucher nicht schädlich ist, dass es eben generell Obst und Gemüse für Raucher nicht schädlich ist, wissen alle, weiß auch wahrscheinlich die Stiftung Warentest, vermute ich mal. Aber sie bringen Juice Plus, und das ist das, was vielleicht jetzt diese neue Organisation machen wird, bringen Juice Plus nicht unbedingt eben in das Umfeld von Obst und Gemüse, sondern in das Umfeld von Nahrungsergänzung. Und da gehört es nicht hin. Und das ist der große Fehler, den sie gemacht haben. Nicht das, was sie da jetzt wie und wo getestet haben, sondern dass sie es in das Feld der Nahrungsergänzung gebracht haben. Super, ich glaube, das ist jetzt sehr verständlich auch für alle erklärt. Und wenn man sich das vielleicht nochmal anhört, was du hier gesagt hast, kann man das vielleicht auch dann schon mal jemand anders weiter erklären, wenn dann diese Frage mal wieder aufkommt. Genau. Jetzt sind wir schon in einer guten Stunde. Ich hätte aber noch drei Fragen, also die jetzt aus dem Chat kommen und wollte eigentlich auch noch Fragen stellen lassen, ob wir dazu noch kommen, will ich euch versprechen. Aber hier steht noch, woraus bestehen die veganen Kapseln, weil das jetzt natürlich auch ein Thema ist für alle. Die sind ja alle Schussblast-Kapseln mittlerweile mit veganen Kapseln. Ist das gutes Veganes, schlechtes Veganes? Ich nicht wissen, aber es ist rein pflanzlich und wir müssen dabei Folgendes berücksichtigen. Wir haben es ja relativ spät hier in Deutschland bekommen, überhaupt in Europa. Es war ja erst lange, immer haben wir gehört, in den USA gibt es das schon, dann haben wir gehört, in Israel gibt es das schon, aber die normale Gelatinekapsel hatte ja einen riesen Vorteil gegenüber dem Veganen, muss man mal so sagen. Die haben nämlich, diese Gelatine ist nämlich sehr dicht. Das heißt, da kommt nichts durch, keine Feuchtigkeit und nichts. Und die veganen Kapseln waren immer nicht so dicht. Und deswegen gab es in USA, soweit ich weiß, sind drei Kapseln verheizt worden. Also erst die dritte hat es wirklich geschafft, dicht zu sein. Weil der größte Faktor und der größte oder einzige, ich sag mal, das einzige Problem von unserem Plus-Pulver ist die Feuchtigkeit. Das ist nicht ein Problem, aber dann fängt es eben an zu leben, sage ich mal so, wenn da Feuchtigkeit drankommt und dann auch zu verderben.
Das heißt eben, wenn ich eben die Kapsel nicht wirklich dicht habe, dann hat die Haltbarkeit eben überhaupt keinen Bestand. Und diese neuen Kapseln sind eben sehr, sehr dicht und gleichzeitig elastisch. Also nicht spröde, die brechen nicht. Und das war eine hohe Herausforderung. Welche Gemüsesorten Sie da jetzt nehmen, um das zu machen, ist bestimmt auch Geheimnis, sage ich mal so. Also ich weiß es auch nicht. Ich hatte mal irgendwo, der Harald hat mal einen Bericht gelesen, also den Namen kann man ja googeln, dann kann man das auch sehen. Steht ja hinten drauf, aus was die sind, also wie die Kapsel heißt. Und dann kann man es googeln, da steht dann zu lesen, aus was das dann genau ist. Ich habe es mal gelesen, aber wieder vergessen. Okay. Hauptsache, sie sind vegan, das war für mich wichtig. Genau, genau. So, wie sieht das mit Komplett und Diabetes aus? Komplett und Diabetes war für mich erst ein großes Fragezeichen. Aber ich habe dann sofort einen Test gemacht mit meinen Diabetikern. Und weil ich der Firma eben das zwar geglaubt habe, aber ich will es immer selbst gerne genau wissen. Und da habe ich gesagt, okay, wir messen mal, Diabetiker haben ja wenn die Spritzen haben, messen die ja am Tag 3, 4, 5 Mal ihren Blutzucker. Deswegen ist das sehr, sehr einfach, selbst zu gucken, was da passiert. Und man kann denen eben so das Blass geben dann und sagen, was Komplett geben und sagen, okay, jetzt nimmst du das mal und misst mal deinen Blutzucker und nach dieser Mahlzeit und guckst mal, was mit deinem Blutzucker passiert. Und dann ist genau das passiert, was ich gehofft hatte. Es ist eben eine Vollwerternährung Komplett. Und diese Vollwerternährung zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie eben komplexe Kohlenhydrate hat, will heißen, dass die ganz langsam über 3, 4 Stunden erst resorbiert werden. In diesen 3, 4 Stunden bewegt sich der Mensch aber auch ein bisschen, sei es, wenn er nur rumläuft oder mal eine Treppe raufgeht oder sonst was macht, dann braucht er Energie. Das heißt, sein Zuckerspiegel bleibt im Grunde eigentlich identisch. Und das ist der Riesenknaller. Ich habe Diabetiker gehabt, die haben ihre normalen Dosierungen eben runterfahren müssen, weil sie im Zucker gar nicht mehr so hoch gehen wie normalerweise. Und die eben über so lange Zeit eben resorbiert werden. Eigentlich, wenn man es rechnet hat, so eine Mahlzeit, wenn man sie eben vernünftig macht, 4,5 Broteinheiten. Aber das darf ein Diabetiker nicht rechnen, ganz ehrlich nicht. Er darf es nicht rechnen, weil wenn er das rechnet, dann würde er dagegen spritzen oder würde er unterzuckert sein, sagt man dazu. Also für Diabetiker super geeignet. Deswegen aber auch super geeignet für alle Leute, die ihr Gewicht reduzieren wollen, weil jeder Zuckeranstieg eben auch wieder runterfällt, gerade wenn er kurz raufgeht, schießt auch schnell wieder runter und dadurch wieder Hunger auslöst. Und man eben in einer Stunde wieder richtig Kohldampf kriegt von allen anderen Dingen, die man so isst, auch speziell von den Diäten, die man so kaufen kann. Und da sind wir mit Komplett wirklich wieder ganz anders als alle anderen. Ja, super. Und jetzt hat auch Gerti und Joachim übrigens schon hier geschrieben, aus was die Kapsel ist, nämlich Pululan. Und was es ist, das könnt ihr auch alle lesen im Chat. Ich glaube, da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen, also lest es einfach hier. Ja, noch eine Frage kam, eine gute Frage. Warum ist Komplett, warum gibt es nur in Schoko und Vanille? Warum nur das lecker? Weil das die einzigen natürlichen Aromen sind. Vanille, Schote und Schokolade. Kann man eben wirklich so als Frucht praktisch, kennt man die Vanilleschote und Schokolade eben und die Schoko und alle anderen sind künstliche Aromen, die eben nicht wieder nicht zum Produkt passen würden. Also Erdbeer und solche Dinge, die sind alle nicht, da ist niemals eine echte Erdbeer drin. Da ist immer nur so ein Geschmack, so ein Aroma reingemischt. Genau, und das wollen wir ja verhindern, keine Aromastoffe, deshalb nur Schoko und Vanille. Super. Hat noch irgendjemand mal, weil einen möchte ich wenigstens zu Wort kommen lassen, Wolfgang, wenn du uns noch die 2 Minuten gibst. Möchte irgendjemand mal eine direkte Frage stellen, die ihm am Herzen liegt, die vielleicht auch alle betrifft? Dann sehr gerne einfach mal zuschalten und die Frage stellen. Ihr könnt euch selbst laut stellen, ne? das Mikro. Genau, indem ihr unten links einfach auf das Mikrozeichen klickt. Christiane hebt die Hand. Christiane, bitte. Wenn keiner, dann ich wieder gerne. Wir haben ja den fantastischen Booster, den habe ich gerne bei meinen Patienten eingebracht. Und da du so Geniales erklären kannst, magst du noch wenige Worte dazu sagen? Ja, der Booster ist, ich erkläre es jetzt mal, für das Phänomen der Appetitnormalisierung, sage ich mal so.
Da haben wir ja glücklicherweise jetzt das Glucomannan drin, was in sich schon ein Gesundheitsprodukt oder ein Gesundheitsstoff ist, sondergleichen ist. Wenn ihr das mal googelt, Glucomannan, dann werdet ihr sehen, welche fantastischen Wirkungen das hat, von Krebsvorbeugung, allen möglichen, Zuckernormalisierung, alles. Aber es bindet eben auch Wasser. Und dieses Wasser, wenn es das gebunden hat, dann quillt das Glucomannan eben auch auseinander. Deswegen als Einnahmetipp, das Pulver einfach also aufreißen, die Tüte, und auf die Zunge schütten, nicht eben in ein Glas reinrühren, weil der bleibt nur kleben, weil es sich da sofort mit dem Wasser eben verbindet und man kriegt es da nicht mehr raus. So, das mal so nebenbei. Dieses Glucomannan gibt mir eben, das ist ja alles für Leute, die eben gewohnt sind, viel zu essen. Und wenn ich eben gewohnt bin, ich sag mal, so eine Haxe zu essen oder sowas eben, eine große Menge im Magen zu haben, sonst bin ich nicht zufrieden, dann kann ich so einen Drink nehmen, dann reicht das nicht. Und dann, wenn ich dann eben so einen Booster vorher nehme, so etwa, sag ich mal, eine Stunde, zwei Stunden vorher, dann ist im Magen schon relativ viel auseinandergegangen von diesem Glucomannan. Und dieser Expander-Effekt des Magens löst übrigens auch ein Hormon aus, was eben den ersten, sagen wir, Sättigungsimpuls im Gehirn meldet. Hör mal auf zu essen, hier ist alles voll Essen. So, das Zweite ist, das ist fast für mich noch das Genialere eigentlich mit den beiden Ölen, die da drin sind. Da sagen mir Kritiker immer, ja, Herr Schmidt, Sie als Ernährungsexperte müssten doch wissen, dass Hafer- und Palmöl überhaupt gar keine wertvollen Öle sind. So, und da haben Sie recht, das sind keine wertvollen Öle. Jetzt muss man wissen, was ist ein wertvolles Öl für einen Ernährungsfreak, sage ich mal, was ist dann ein wertvolles Öl? Ein wertvolles Öl ist das Öl, was der Körper sehr schnell abbauen kann. Sehr schnell, ich sag mal, auseinanderklamüsern kann. Und dieses Palmöl und dieses Haferöl kann er nicht schnell auseinanderklamüsern, weil es eine sehr feste Kette ist, die er vom einen und vom anderen eben anknabbern kann und dann langsam bis zur Mitte kommen eben auffressen kann, sagen wir so, mal einfach zu sagen. Und andere Öle sind eben verzweigkettig und weiß ich wie, jedenfalls kann man andere Öle deutlich besser abbauen. Und diese Öle sind aber, das ist, jetzt kommt immer wieder, wenn ihr eine Frage habt und denkt, ja, da ist bestimmt Mist gemacht worden von der Firma, dann kann ich euch garantieren, wenn ihr das richtig beantwortet, dann werdet ihr feststellen, dass es genau das Richtige für unser Produkt und das Richtige für uns ist. Und nicht aus irgendwelchen Dingen da irgendeinen Mist reinzubauen. Das heißt, diese, ich sag mal, für das normale Essverhalten minderwertigen Öle, weil sie langsam abbaubar sind, sind hier ganz besonders hochwertig. Weil, wie ihr wisst, werden ja diese beiden Öle mikro fein vernebelt, in eine Emulsion gebracht. Und diese Emulsion mit dem Mikrotröpfchen jetzt von diesen Ölen, die wird praktisch jetzt, die löst sich jetzt ja im Darm eben auf, und diese kleinen Mikrotröpfchen setzen sich jetzt eben auf die Fettrezeptoren. Und wenn das jetzt schnell abbaubar wäre, dann wäre das ein Effekt von ein paar Sekunden, weil das so ein Mikrotröpfchen ist. Da es aber eben ein langsam abbaubares Öl ist, braucht es eben mehrere Stunden manchmal sogar. Gibt auch deswegen dem Sportler zum Beispiel die Energie. Fett ist der beste Energielieferant, hat nur normalerweise den Nachteil, dass es eben immer mit allen möglichen Ballastdingen verbunden ist und den Körper eben mit der Verdauung sehr stark belastet. Und deswegen ist es für einen Sportler eben eher schwer oder gar nicht gut möglich. Für jetzt in diesem Produkt, in dem Booster, ist es eben der Knaller, weil eben diese kleinen Fetttröpfchen jetzt eben bei 80% Sättigung dieser Fettrezeptoren ein Hormon gebildet wird, was im Gehirn wieder sagt, hör auf zu essen, ist alles voll Fett. Das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt war der Expander. Der zweite Punkt ist eben, dass diese Fetttröpfchen eben dieses Sättigungshormon praktisch bilden und damit eben letztlich komplex wirken, aber völlig unschädlich, völlig natürlich sind, wunderbar sogar noch Energie, wie wir Sportler sehen, eben liefern und da eben keine einzige Nebenwirkung, sag ich mal, von ausgehen kann, überhaupt von der Theorie schon gar nicht. Weil ihr müsst wissen, es gibt keinen Hersteller mehr in Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa nicht, der sich an irgendein Appetitregulierer dran traut. Es gibt keinen. Weil die sind alle auf die Fresse geflogen. Die sind alle, haben alle ihre Produkte zurückziehen müssen wegen nachweislicher Schädigung von irgendwelchen Dingen, die immer erst nachher rausgekommen sind. Und deswegen haben wir etwas mit diesem Produkt, was kein anderer hat. Dafür werden wir von der Pharmaindustrie sehr benieden. Und dieses Produkt, das müssen wir wissen.
Wir haben etwas in der Hand, was eben wirklich völlig natürlich wieder ist. Und für euch vielleicht noch wichtig, wenn ihr einen Menschen habt, der gewohnt ist, und das sind ja meistens die besten Kunden gerade auch für einen Booster, der gewohnt ist, viel zu essen. Der hat natürlich im Laufe seines Lebens viel mehr Rezeptoren für Fett gebildet als einer, der immer wenig isst. Ganz klar. Das heißt, der braucht eventuell auch mal 2 oder 3 oder 4 Tüten. Das muss man ein bisschen probieren. Wenn einer also sagt zu euch, dieser Booster, der wirkt bei mir gar nicht, dann hat er einfach zu wenig genommen. Das liegt einfach daran, dass er eben viel mehr, wie gesagt, ihr müsst an die 80% Sättigungsgrenze kommen, sonst habt ihr keinen Effekt beim Abnehmenprozess. Ja, bei der Leistungssteigerung habt ihr das auch schon vorher, aber bei dem Sättigungsprozess eben erst dann. Ups, toll erklärt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und jetzt haben wir mit Juice Plus und Booster 2 Produkte schon herausgefiltert, die Alleinstellungsmerkmale haben. Haben ganz klar erfahren, dass die Complete-Produkte generell einzigartig sind. Ja, also was wollen wir noch mehr? Ich würde sagen, für heute genug. Lieber Wolfgang, ich möchte dir nochmal ganz, ganz herzlich danken für diesen Zoom-Call. Ich glaube, wir haben noch nie einen Zoom-Call gehabt, wo so gebündelt fachliche Input zum Produkt, aber auch zum Geschäft gab, sondern meistens war so in eine Richtung tendierend. Und heute haben wir beides zusammenbekommen, unheimlich wertvoll. Ich bin froh, dass ich das Ganze aufgenommen habe. Du kriegst den Link ja auch, Wolfgang. Und freue mich auch, ja. Dass wir uns in Kürze wiedersehen. Und ihr wisst, nächsten Donnerstag geht es hier wieder weiter mit Zoom-Calls. Wolfgang, vielleicht möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen. Ja, wie wir sehen, sind wir alles eine große Familie. Und ich bin sehr, sehr froh und stolz, dass ich mit euch hier heute diesen Abend verbringen konnte. Und dass wir überhaupt generell, egal wo wir uns treffen, immer so viel Spaß haben, weil wir alle von Juice Plus so viel Energie in uns spüren und so viel Lebensfreude haben und die Lebensfreude noch durch ein gutes Geschäft und durch gutes Geld getoppt wird oder überhaupt, sagen wir, wirklich eben zum Explodieren gebracht wird. Und ich selbst, ganz ehrlich, ich bin jetzt 24 oder 25 Jahre dabei. Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr dankbar, dieses Produkt und auch dieses Geschäft kennengelernt zu haben, weil in dieser Kombi dieses Geschäft mit den vielen Menschen zu machen, wo ich aber für keinen verantwortlich bin und keinen bezahlen muss und er auch, wenn er keinen Erfolg hat, nichts verliert, muss man auch mal deutlich sagen, nur eben die Möglichkeit, hier etwas Großes aufzubauen und dann gleichzeitig dieses Produkt zu haben, wo ich Menschen helfen kann, ihr Leben wirklich gesünder zu gestalten und mehr Energie und mehr Spaß im Leben zu haben, macht mir eine Riesenfreude und ich sehe das in euren Augen, dass ihr das auch habt und deswegen sind wir am richtigen Weg und ich freue mich, euch alle auf der Convention wiederzusehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend jetzt und viel Spaß bis dahin. Klasse abschließende Worte. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wenn ihr Wolfgang noch was im Chat schreiben wollt, dann bitte tut das. Ich lasse noch einen Moment offen. Wolfgang kann ja mitlesen und dann schalte ich irgendwann ab.